und herzlich willkommen zu unserem Film aus dem Europapark. Beginnen wollen wir aber mit diesem fantastischen Frühstück im Hotel Colosseo. Ja, weil während Corona unten der Speisesaal ziemlich voll war und wir trotzdem mindestens noch ungefähr eine halbe Stunde warten mussten, haben wir uns mal das Frühstück aufs Zimmer bringen lassen. Und so fantastisch sieht es aus. Für den Zimmerservice werden zwar 20 Euro berechnet, allerdings, wie ihr seht, ist alles mit dabei, was man so braucht, sogar reichlich Kaffee und Tee. Nach einem solchen Frühstück konnte man natürlich auch wunderbar in den Park starten. Wir beginnen hier im spanischen Bereich. Das liegt daran, dass der Zugang von den Hotels über den spanischen Bereich erfolgt. Insgesamt habe ich euch drei Teile fertiggestellt, damit ihr nicht anderthalb Stunden am Stück schauen müsst. Habe ich mir gedacht, komm, macht drei Teile à 30 Minuten. Kann man dann ganz entspannt jede Woche einen Teil gucken. Und nun wünschen wir euch ganz viel Spaß bei unserem ersten Teil unseres Besuchs im Europapark. Egal in welchem Park wir auch sind, wir möchten uns am liebsten erstmal einen Überblick über den Park verschaffen. Das geht hier natürlich besonders gut mit dem Europapark Express. Wir starten hier im spanischen Bereich und drehen dann unsere Runde und landen dann natürlich auch wieder im spanischen Bereich. Und ja, hier seht ihr die verkürzte Fahrt. Wenn ihr die ganze Fahrt mit Erklärungen sehen wollt, dann drückt da oben rechts aufs Info-I. The doors are now closing. Please stop here. Vom spanischen Bereich zum portugiesischen ist es nur ein Katzensprung und so schauten wir uns erstmal den Atlantica Supersplash an. We'll be right back.
und auf ging's mit der Monorail aus Island einmal im Kreis. Ja, um das Video hier nicht allzu lang zu machen, habe ich diese Fahrt natürlich ein wenig eingekürzt. Wenn ihr die gesamte Fahrt sehen wollt, dann drückt doch oben rechts auf Info-I. Eines der schönsten und niedlichsten Fahrgeschäfte hier im Europapark ist Snorri-Touren. Eigentlich gedacht für Kinder, denke ich mal, ist es natürlich auch was für Erwachsene, die Kind geblieben sind. Wenn ihr die ganze Fahrt sehen und erleben wollt, dann drückt doch oben rechts aufs Info-I.
Eines der schönsten und besten Attraktionen hier im Europapark ist sicherlich Piraten in Batavia. Leider sind die Aufnahmen etwas dunkel geworden. Ich hoffe, es stört euch nicht weiter und ihr könnt den Zusammenschnitt der Fahrt genießen. Bitte schön. Danke sehr. Ja. Einmal reinquatschen muss ich. Die Kaffeetassen haben uns nämlich gerade jetzt zur Halloween-Zeit sehr, sehr gut gefallen und es hat uns richtig Spaß gemacht. Der Sound war super und wenn auch ihr die ganze Fahrt sehen wollt, dann drückt doch oben rechts aufs Info-I. Thank you.
Sehr gut. Irgendwann kommt natürlich auch der Hunger, egal ob der kleine oder der große, ganz egal, da kann ich euch hier das Fritos empfehlen. Hier bekommt ihr holländische Pommes mit unterschiedlichen Soßen und Geschmacksrichtungen. Allerdings müsst ihr euch auf eine etwas längere Wartezeit einrichten, wie ihr auch hier sehen könnt. Atlantis erinnert stark an Disneys Buzz Lightyear, macht aber nicht weniger Spaß. Wenn ihr bei dem Vergleich haben wollt, den Link zu Disneys Buzz Lightyear aus dem Walt Disney World in Florida habe ich euch unten mit in die Beschreibung gesetzt. Thank you.
Schlusslicht. Immer wieder ein Highlight ist auch die Fahrt mit und bei den Dinos von Madame Freudenreich. Viel Spaß dabei! Wenn ihr das ganze Video von Madame Freudenreich sehen wollt, dann drückt doch oben rechts aufs Info-I. Thank you.
Und ist der Mond so herrlich, wunderlich und herrlich und beständig hier im Kastell. Hört ihr die Toten freuen sich über euch? Herrschaften, es ist angerichtet. Ich kann auch nur ein. Der Kopf ist gelernt. Vom Volo da Vinci möchte ich mich für heute verabschieden und würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche beim zweiten Teil wieder mit dabei seid.
Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt oder werdet gesund.